Zuerst begrüßte er wie der Abt seine Heiligkeit ganz herzlich hier in Rikon im Tibet-Institut. Und er drückt seine Freude aus darüber, seine Dankbarkeit, dass seine Heiligkeit sich die Zeit genommen hat, hierher zu kommen und eine kurze Rede zu halten und einen Rat an die tibetische Gemeinde zu geben. Und er begrüßt auch die Lehrer und die Kinder, die Jugendlichen, die hier sind und auch die Vertreter. Und es sind einige Lehrer, die die besondere Verantwortung auf sich genommen haben, den jungen Tibetern ihre Kultur und ihre Religion zu vermitteln. Und das ist auch entstanden durch die Initiative und den Wunsch und den Segen, die Inspiration seiner Heiligkeit, wofür er sich herzlich bedankt. Die Tibeter hier ganz herzlich bedanken und er persönlich als Abt möchte sich nochmal ganz herzlich bei allen Beteiligten und besonders bei seiner Heiligkeit dafür bedanken. Jetzt spricht Dr. Karma Losang, die Stiftungsrätin. Die Rede sollten wir auf Deutsch haben. Lies uns eure Heiligkeit, liebe Kinder und Jugendliche, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich im Namen des Stiftungsrats von Herzen dafür, dass heute eine Begegnung zwischen eurer Heiligkeit und den tibetischen Kindern und Jugendlichen stattfinden kann. Wir hätten gerne sämtliche interessierten tibetischen Kinder und Jugendliche im Kloster begrüßt, doch leider ist dies aus Platzgründen nicht möglich. Das ganze Programm ist jedoch über Lautsprecher auch außerhalb des Klosters zu hören, sodass alle, die keinen Platz in diesem Raum haben, dem Inhalt trotzdem folgen können. Die Weitergabe der tibetischen Kultur an die nachfolgenden Generationen ist seit der Gründung des Tibet-Instituts Rikon ein wichtiges Ziel der Stiftung. Und es werden zwei junge Leute auch ihre eigenen Erfahrungen über dieses Ausbildungsgang, das Studium, das sie im Kloster gemacht haben, zu berichten. Ich bedanke mich und freue mich sehr, dass der Führer der Tibeter, das Oberhaupt der Tibeter, seine Heiligkeit der Dalai Lama, sich die Zeit genommen hat zu kommen. Ich bin 16 Jahre alt und wohne in Zürich. Im Jahre 2010 haben wir hier eine Versammlung gemacht, um darüber zu schauen, wie wir uns mit der tibetischen Kultur auseinandersetzen können. Und wir hatten den Wunsch, da tiefer in diese Kultur einzusteigen.
2011 sind wir 25 Jugendliche gewesen, die die Möglichkeit hatten, über Buddhismus sehr zu lernen. Die Kloster Rikon hat uns jugendlichen Tibetern sehr viel geholfen und wir möchten uns beim Kloster dafür ganz herzlich bedanken. Ich verneige mich mit großem Respekt, verbeuge mich vor seiner Heiligkeit und wir sind sehr froh, eure Heiligkeit hier begrüßen zu können als Jugendliche und sie hier willkommen zu heißen. Mein Name ist Tenzi Pelmo, ich bin 12 Jahre alt, ich wohne in Horgen. Wir haben uns mit dem Buddhismus hier beschäftigt in Rikon in Workshops und haben sehr viel Neues dadurch aufnehmen können. Und von allen Jugendlichen, die daran teilgenommen haben, tibetischen Jugendlichen, möchte ich mich bedanken und möchte auch meine Hoffnung ausdrücken, dass wir weiter so zusammenbleiben können, etwas lernen können. Und wir wünschen seine Heiligkeit, eure Heiligkeit alles Gute wünschen, ein langes Leben wünschen und viel Erfolg für ihren wertvollen Aufgaben. Wir treffen uns heute hier wieder. Die Gelegenheit dazu haben wir gefunden und bin sehr froh, dass sich dies ergeben hat. Zuerst seit dieses Kloster begründet wurde, haben viele sich darum gekümmert und ich möchte Herrn Kuhn besonders bedanken. Es freut mich sehr, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Arbeit und viele von Ihnen haben sich um das Tibet-Institut mit großem Engagement gekümmert. Ihnen allen möchte ich ganz herzlich danken. Und in dem Kloster selbst haben viele Mönche gelebt und Äbte und dem Ihnen allen möchte ich ganz herzlich danken, besonders natürlich der gegenwärtigen Mönchsgemeinde und dem gegenwärtigen Abt. Es geht darum, nach der aktuellen Lage zu beurteilen, was jeweils nötig ist und danach das auszurichten, was hier an Aktivitäten stattfindet, nicht einfach nur alte Traditionen weiterzuführen. Und ich sehe, dass Sie sich darum sehr bemühen und nach diesem Prinzip handeln. Deshalb ganz herzlichen Dank dafür. Aber es gibt auch eben die besonderen Schritte des Lernens. Und häufig aber denken wir bei den Klostern so an Ritualstätten. Und ich sage das häufig, wenn ich in Ladakh bin und Mönn und so weiter. Bemüht euch darum, diesen Bild eines Klosters hervorzubringen, dass es sich eben um eine Stätte des Lernens und Lehrens handelt. Deshalb ist es besonders auch wichtig für die Mönche, für die Nonnen, dass sie genau den Buddhismus kennenlernen und nicht nur die Rituale lernen, die sie im Kloster ausführen. Für die Klostermitglieder ist auch wichtig, dass sie Praxis haben in dem, was sie erklären, was sie unterrichten. Dass sie dann mit den Laien darüber sprechen und nicht für sich von denen distanzieren, egal ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Und genau das haben sie ja hier gemacht, mit den Jugendlichen eine Möglichkeit gegeben, obwohl es jetzt hier um kleines Kloster handelt, ihre Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt, aber darum haben sie sehr viel gemacht, das Potenzial genutzt. Und ich bin sehr dankbar und bewundere sehr das, was Sie hier in diesem Programm geleistet haben. Die Jugendlichen, die hier ja in der Schweiz aufgewachsen sind, eine neue Generation, die hier aufwachsen, die haben offenbar Interesse an diesem Buddhismus. Sie freuen sich darüber. Es bringt ihnen etwas, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist sehr gut gelungen.
Ich möchte all die, das gemacht haben, den Unterrichtenden, die das organisiert haben, die daran beteiligt waren, ganz herzlichen Dank aussprechen. Und ein bisschen lachen, ja? Gut. Okay. Ja, ja, aber und ihr, die schon gewesen sind, gehen jetzt raus, oder? Und ganz auf die Seite. Wenn schnell zum Altar. Ja, okay. Dahin, ja, gut. Und fest lachen. Ja, schön. Moment. Gut, lachen, lachen. Okay. Ja, 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 dem Chikesa Uni Doble Lechuna an der Universität Bern, Doble Roni in der Basis. Hüsma, der Dieb, Franzo Cheronas. Ja! Super. Ja, ja. Gut, ja. Ja, Thank you. See you again. Thank you. Thank you very much.